einen wunderschönen guten Morgen und Servus zu unserem Basketballmagazin. Wir sind heute zu Hause bei Steffen Hamann. Danke, dass du uns eingeladen hast. Schönen guten Morgen. Du hast mir auch Frühstück mitgebracht. Insofern darfst du jederzeit wiederkommen. So ist der Deal. Also Steffen war beim ersten Halbfinale im Cinemax in München am Isartor und hat sich das mit vielen Fans angeschaut. Das Ergebnis leider nicht so, wie wir uns erhofft haben, oder? Ja, absolut. Also erstmal ganz großen Dank an die ganzen Zuschauer, die den Weg auch gefunden haben, an einem schönen sonnigen Tag ins Kino zu kommen. Die Stimmung war super, das Spiel nicht so gut, aber ich denke schon, dass das eine tolle Sache war, mit dem Cinemax zusammen sowas auf die Beine zu stellen für Leute, die nicht nach Bamberg fahren konnten. Jetzt hoffen wir mal, dass es ein gutes Spiel 2 gibt und vielleicht gibt es ja die Aktion nochmal. Mhm. Wir schauen uns, bevor wir vielleicht noch ein bisschen drüber sprechen, mal die Highlights an von Spiel 1. Erstes Playoff-Halbfinale, das Duell der Schwergewichte. Brose Bamberg, der Titelverteidiger gegen den FC Bayern München Basketball. Und die Coaches, die hatten vor der Partie noch einiges auszutauschen. Alexander Djordjevic, hört zu, was Andrea Trinchieri ihm da mit auf den Weg gibt. Und die Bamberger Mannschaft, die gab den Bayern auch einiges mit auf den Weg. Und zwar von Anfang an. Darius Miller mit dem ersten Korb der Partie. Und es wurde ein Lauf. Vor allen Dingen dank eines starken Leon Radosevic im Angriff. Und wer bei Bamberg von der Bank kam, der traf, so wie hier Daniel Theiss. Da stand es schon 17:2 und die Gastgeber legten nach. Viele Münchner Ballverluste im ersten Viertel, insgesamt 6. Und dann der Fehlwurf von Strelnix, aber der überragende Fabien Causeur mit dem Offensivrebound. Der Franzose am Ende 16 Punkte. 5 Rebounds. Bei den Bayern brannte der Baum schon ganz früh und Sascha Djordjevic aufgebracht ohne Ende in der Auszeit. Danach gelang seinem Team zumindest der erste Feldkorb. Und das nach fast 8 Minuten durch Maxi Kleber, der am Ende zumindest mit 11 Rebounds in diesem Bereich zu überzeugen wusste. In der Viertelpause, da hätte der ehemalige Weltklasse-Point Guard am liebsten selbst mitgemacht, aber es war keine Chance für ihn, nicht als Spieler auf dem Spielberichtsbogen notiert. Bamberg mit bester Ballbewegung wie in der ersten Saisonhälfte. Es erinnerte so ein bisschen an die überragenden Euroleague-Auftritte. Die Gäste aus München wirklich chancenlos in Halbzeit Nummer 1. Hier wieder eine typische Szene. Heckmann penetriert Maodolo. Er am Ende mit 13 Zählern. Der Vorsprung, er wuchs weiter an. Und die Bayern, sie standen so ein bisschen wie das Kaninchen vor der Schlange. Nochmal Daniel Theiss. Diesmal innen. Es war zur Halbzeit eigentlich schon eine klare Angelegenheit. 45:23. In der zweiten Halbzeit dann mal ein Hallo-Wachzeichen bei den Bayern. Maxi Kleber mit dem starken Block an dem in der ersten Halbzeit noch so überragenden Leon Radosevic. Und dann erzielten sie auch die ersten Punkte nach der Pause durch Devin Booker. Er am Ende der Beste mit 15 Zählern bei den Bayern. Nach dem Wechsel, da waren sie stärker, die Münchner. Bamberg im Gefühl des sicheren Sieges vielleicht auch nicht mehr ganz so konsequent. Aber es gab trotzdem jede Menge offene Dreier, so wie hier für Darius Miller. 12:26 für die Bamberger Mannschaft von Downtown. Das war neben der guten Verteidigung einer der Schlüssel. Und dann wieder Causeur unnachahmlich über die linke Hand, so wie nur er es kann. Bamberg behielt alles fest im Griff. Es wurde diskutiert und man war frustriert. Bayern München völlig von der Rolle in diesem ersten Playoff-Halbfinale. Dennoch gab es nochmal die ein oder andere gute Aktion, so wie hier von Mihajlovic. Aber in Gefahr bringen konnte man die Gastgeber eigentlich überhaupt nicht mehr. Und dann kam ganz zum Schluss auch nochmal Lukas Steiger, der sehr stark in der Viertelfinalserie gegen Bonn gespielt hatte, dem vorher nicht so viel gelungen war. Es war irgendwie klar, dass an einem solchen Tag bei Bamberg alles ging. Sie hielten die Bayern am Ende auf 59 Zähler. Und selbst wenn die Wurfuhr ablief, dann fand ein Maodolo nochmal eine Lösung. Deutlicher 82:59 Sieg für Bamberg und Devin Booker weiß, dass sein Team viel Video schauen muss. Watch video, check out the small details that we missed tonight. It was a lot of simple things and
It's a lot to learn from. Like I said, they came to play, they brought their A game, and we did it. So we just got to watch video and learn from it. Tonight is just 1-0. It's not 20 points game doesn't mean anything. If we win by one, it's still 1-0. So we stay focused. We know in Munich it's going to be a different story. We just stay focused on our goal. Fabio Cosue weiß, die Bamberger müssen den Fokus behalten. Sie führen nur mit 1-0, aber in der Form, in der sie sich in Spiel 1 präsentiert haben, wird es ganz, ganz schwer für die Bayern in diese Serie zurückzukommen. Die Münchner, sie haben das Potenzial, aber wenn die Bamberger auf diesem Niveau weiter agieren, müssen sie sich mächtig, mächtig steigern. Es war vielleicht ein Fehlstart auch einfach ins Spiel. Also das nach dem ersten Viertel war irgendwie schon gefühlt die Luft draußen. Was ist denn passiert aus deiner Sicht? Ja, du hast es gesagt, Bayern hat nicht gut ins Spiel gefunden, mit 4 Turnovers angefangen. Natürlich, wenn du in Bamberg 12-1 nach ein paar Minuten hinten liegst, ist es verdammt schwer, nochmal so ein Spiel rumzureißen. Ich glaube, das hat den Bayern ein bisschen das Genick gebrochen, der schlechte Start. Aber man darf nicht vergessen, es steht 1-0. Auch wenn du mit einem Punkt verloren hättest, wird es immer noch 1-0 stehen in der Serie. Insofern denke ich schon, dass man da jetzt einfach mal zurückblicken muss, das Spiel nochmal auf Video angucken muss, analysieren muss, was schiefgelaufen ist. Und dann muss immer der Kopf oben bleiben, vor allem in der Playoff-Serie. Was denkst du, was sind die paar Sachen, die wirklich gezielt besser werden müssen jetzt für Spiel 2? Ja, du darfst halt nie den Glauben verlieren. Das sag ich mal, nach so einer heftigen Niederlage ist es wahrscheinlich das Wichtigste. Ich denke auch, dass Sascha schon öfter solche Situationen in seiner Karriere erlebt hat und weiß, wie er eine Mannschaft wieder zurückbekommt, dass sie fokussiert sind auf Spiel 2 und der Zusammenhalt. Aber ich glaube, da müssen wir uns keine Sorgen machen, dass die Mannschaft nicht zusammenhält. Das hoffen wir auf jeden Fall. Wir schauen jetzt mal vor auf dieses Spiel 2, das am Donnerstag um 17.30 Uhr im Audidom stattfindet. Montagmorgen, Audidom, am Tag nach dem enttäuschenden ersten Halbfinale in Bamberg. Keine Zeit für Katerstimmung, der Blick ist nach vorn gerichtet. Zum Glück ist es eine Serie und ich denke, mit unserem Heimspiel am Donnerstag haben wir dann eine Riesenchance, wieder was gut zu machen und das werden wir auch. Dafür wird extra geschuftet. Donnerstag, Spiel 2 im Audidom, will der FCB sein anderes Gesicht zeigen. Die Devise, Spiel 1 analysieren, dann abhaken und nach vorne schauen. Schließlich steht es nur 0-1 in der Best-of-5-Serie. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, nach dem Spiel hatten wir tausende von Fragezeichen in den Köpfen gehabt. Wichtig ist, dass wir uns selber den Spiegel anschauen sollten und dann schauen, was habe ich Falsches gemacht oder was kann ich besser machen, um die Mannschaft erfolgreicher zu machen. Und das stimmt, das hat unseren Stolz schon geknickt, aber wir haben aus sehr vielen Niederlagen, sind wir mit einer guten Reaktion zurückgekommen und das glaube ich, das werden wir am Donnerstag. Am Donnerstag um 17.30 Uhr der Druck nun klar auf Seiten der Bayern. Ein Sieg, fast schon Pflicht, um eben diesen Druck wieder an den amtierenden Meister abzugeben. Hoffnung macht Alex King dann vor allem eines. Die Fans. Ich denke, jetzt spielen wir zu Hause. Wir haben im Playoffs bis jetzt auch unsere Spiele gewonnen. Mit einem vollen ausverkauften Audidom und mit einer klassen Stimmung. Und ich denke, da werden wir mit einer ganz anderen Brust uns präsentieren und ich denke, das werden wir auch nutzen. Mit dem 6. Mann auf den Rängen soll es also anders laufen als am Sonntag, als die Bayern vor allem offensiv einen völlig gebrauchten Tag erwischten. Das Wurfglück soll Donnerstag also wieder bayerisch sein. Dafür schieben die Münchner in diesen Tagen auch extra Schichten. Also wie gesagt, am Donnerstag, am Vatertag übrigens, spielen wir um 17.30 Uhr zu Hause gegen Bamberg Spiel 2. Unbedingt vorbeischauen. Ganz wichtig auch oder interessant finde ich dieses Duell unterm Korb. Ne? Daniel Theiss und Mike Zirbes musste dagegen halten, hat im Spiel 1 leider auch noch nicht irgendwie reingefunden. Was sind denn die Qualitäten von Mike Zirbes als Spieler, denkst du? Ja, er ist ein sehr physischer Spieler. Er liebt es im Pick and Roll zu spielen, er liebt es hart zu verteidigen.
Sicherlich im Spiel 1 ist ihm das nicht so gelungen, das weiß er auch selber, das hat man auch, glaube ich, an seiner Körpersprache auf der Bank gesehen, dass er nicht, mit sich selbst nicht zufrieden war und natürlich auch nicht mit der Mannschaftsleistung. Aber wenn sich einer durchbeißen kann und aus so einer Situation rausspielen kann, dann ist es Mike, der hat jetzt dann auch schon viel erlebt, 2 Jahre in Belgrad gespielt, in Hexenkesseln gespielt, in serbischen Ligen. Insofern denke ich schon, dass wir einen anderen Mike Zirbes sehen müssen und auch sehen werden am Donnerstag. Also du kennst Mike Zirbes aus dem Nationalteam, ist schon eine Weile her. Was gibt es denn abseits des Felds so über den zu sagen? Du, abseits des Feldes erlebt man ihn nicht so, weil er immer in seinem Auto sitzt. Er liebt Autos, er liebt vor allem schnelle Autos. Und damals als junger Spieler da dann noch nicht so Fuß gefasst. Aber er wollte immer Profi werden und ein bisschen Geld verdienen, dass er sich schöne Autos leisten kann. Und ich glaube, das ist ihm ganz gut gelungen. Ja, das haben wir auch herausgefunden. Wir haben uns mit Mike Zirbes nämlich getroffen und unter anderem auch herausgefunden, dass der mal Torwart war. Mal zu Ohren gekommen, dass du sogar mal Torwart warst in der Kindheit. Stimmt das? Ja, das stimmt. Das ist schon ganz lange her. Ich habe eine Zeit lang auch beides gleichzeitig gespielt. Das waren bestimmt 5 Jahre, habe ich beides gleichzeitig gespielt und habe dann zuerst Fußballtraining gehabt und danach bin ich dann mit den Inline-Skates hoch zum Basketballtraining gefahren. Es war nicht wirklich meine Blütezeit als Torwart. Also ich war ja damals schon sehr, sehr groß und auch sehr schwer. Und wenn dann die Bälle tief gekommen sind, war dann wenig Chance, da irgendwie ranzukommen. Und wann wusstest du im Basketball, das ist jetzt nicht nur Hobby, sondern da kann ich echt weit kommen? Eigentlich relativ spät. Ich habe mit 16 habe ich noch vorgehabt, Kfz-Mechatroniker zu werden. Also irgendwas mit Autos zu machen oder Autohändler oder irgendwas. Ich kenne mich sehr gut aus mit Autos. Sobald ich Freizeit habe, lese ich sehr viel darüber. Ich schaue mir viele Videos an. Ich mache mich schlau über neue Motoren, über neue Modelle oder keine Ahnung. Also es ist einfach eine Leidenschaft und ein Hobby. Kannst du dich erinnern, was dein allererstes Trikot war, das du dir gekauft hast oder bekommen hast? Der Fokus auf Allgemeinsport war dahingehend gegeben, dass ich selber gespielt habe. Aber das große Interesse habe ich eigentlich nie wirklich gehabt. Deswegen, ich habe mir damals mit 13 habe ich mir ein Trikot ausgesucht. Das war irgendwie von New Jersey Nets, aber auch nur, weil es grau gewesen ist, weil die Bambi gespaßt hat. Also, Halbfinale gegen Bamberg natürlich vielleicht zum Aufwärmen. Ganz allgemein, was hast du denn jetzt für ein Gefühl so, wenn du in diese Serie reingehst? Ich bin sehr aufgeregt. Ich meine, wir haben die ganze Saison über dafür gespielt. Ich habe selber schon in Bamberg gespielt, von daher kenne ich die Fans dort. Ich weiß, dass sie sehr große Unterstützung haben. Wir wissen, dass Bamberg mit der Hauptfavorit ist für diesen Titel. Und da ist man natürlich sehr aufgeregt und will sich unbedingt messen und weiterkommen ins Finale. Du hast ja gleich zu Beginn gesagt, wie du hierher gekommen bist. Einer der Gründe, warum du gekommen bist, war sinngemäß, dass Bayern die gleichen Ambitionen hat wie du. Und diese Ambition, ist sie jetzt schon langsam greifbar für dich? Wir sind jetzt im Halbfinale, also ich denke schon, ja. Ja, nicht nur auf Mike Zirbes warten jetzt große Aufgaben. Steffen, du hast nicht nur im Basketballbereich einiges vor, sondern bist auch bei den Paulaner Fanträumen der Mannschaftskapitän. Ist das richtig? Der Teamchef, ja. Und ich versuche, eine tolle Mannschaft zusammenzubasteln mit aktiven Spielern, Basketballprofis, Profispieler von Bayern, mit euch Fans. Ihr könnt euch bewerben für mein Team. Und dann wollen wir mal den Fußballern zeigen, dass nicht nur die Basketballer besser Basketball spielen können, sondern auch Fußball. Wir waren schon mal bei einem Probetraining mit den Jungs. Was sagst du so zu den Fähigkeiten am Rasen? Ausbaufähig. Also sie glauben alle, sie können Fußball spielen, aber dann haben wir so ein bisschen was mit dem Ball gemacht. Und seht es euch selber an, auf dem Video kann man, glaube ich, ganz gut erkennen, wo es noch hakt. Ganz genau. Also viel Spaß dabei. How you want to win against soccer players like this? Sorry, coach. Die Jungs, ey, jetzt üben die Flanken. Die können nicht mal das Tor treffen, jetzt üben die Flanken. Ja? Okay, Kopfball können sie vielleicht ein bisschen besser als die Fußballer,
weil die einfach größer sind, aber... Was ist denn überhaupt? Ja, das ist gut! Ja! So, fürs große Fanmatch habt ihr, glaube ich, gesehen, beim Fußball hakt es bei uns noch, da brauchen wir deine Unterstützung. Aber fürs Basketball sind wir ganz gut aufgehoben. So. Also, ja, Fußball spielen können wir noch dran arbeiten. Du arbeitest außerdem mit deiner U14 dran, deutscher Meister zu werden. Im letzten Jahr hat es geklappt, da seid ihr sogar ungeschlagen deutscher Meister geworden. Wirklich unglaublich. Eine tolle Truppe habt ihr da, oder? Absolut. Die machen sehr viel Spaß. Klar, manchmal muss man sich auch ein bisschen ärgern mit Kindern, aber das ist im Profibereich nicht anders, dass der Trainer sich mit Spielern ärgern muss. Aber die Jungs machen Spaß, haben sich wieder mal für die deutsche Meisterschaft qualifiziert. Dieses Jahr sogar zu Hause in München. Samstag geht es los um 15.30 Uhr gegen Lichterfelde im Halbfinale. Und dann hoffentlich spielen wir Sonntag um 12.15 Uhr gegen einen anderen Sieger. Und das ist Memmingen und auch eine Mannschaft aus Berlin, DBC. Wir hoffen natürlich, dass viele Leute den Weg in die Halle finden, dass wir das wirklich zum Heimvorteil machen können. Und ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn wir am Ende sogar das dritte Mal in Folge mit der U14 des FC Bayern deutscher Meister werden. Wie erlebst du das jetzt eigentlich, so diese neue Rolle da am Spielfeldrand und dann noch, wie du sagst, eben mit Jugendlichen, ist nochmal was anderes? Ja, am Anfang war das gar nicht so einfach, weil man braucht doch viel Geduld mit Kindern und im Profibereich hat man eigentlich die Zeit nicht. Ja, ich bin immer davon ausgegangen, dass die Jungs, wenn ich einen englischen Begriff an den Kopf werfe, der mit Basketball zu tun hat, den auch verstehen, aber es war leider nicht so. Insofern musste ich da wieder bei Null anfangen. Was heißt bei Null, ist ein bisschen übertrieben, aber vielen Kleinigkeiten, die ich ja natürlich als Profi als selbstverständlich gehalten habe, musste ich denen mit auf den Weg geben, wie es richtig geht. Wie es richtig gemacht wird, hat auch schon die NBBL vor 2 Jahren bewiesen. Da haben sie den Titel gewonnen. Mit dabei war auch Karim Jallo. Mit dem blicken wir jetzt noch einmal zurück, bevor es am Wochenende in Frankfurt wieder um den Titel geht. Jeder Spieler, der anfängt mit der JBL oder MBL, träumt immer davon, im Final Four zu spielen. Dass wir das Jahr gewonnen haben, war unglaublich und ich habe die Medaille immer noch über meinem Bett hängen. Alba Berlin wartet nach wie vor auf den ersten Korb. Und Jungs, beißen mal 20 Minuten. Super, ist gar nicht mehr. Weiter nochmal beißen. Alright, wir haben schon gesagt, würdiger Sieger, kann man gerne sagen, wir haben das verdient. Ja, die Fußballer des FC Bayern haben schon geschafft, wieder mal Meister geworden und zwar zum 5. Mal in Folge. Verfolgst du das eigentlich mit, die Fußballer? Ja klar, ich war schon immer Fußballfan, damals ein bisschen öfter ins Nürnberger Stadion gegangen, weil Bamberg ums Eck war, aber mittlerweile ja, klar auch riesen Bayern-Fan und war zwar nicht am Samstag in der Allianz Arena, aber trotzdem habe ich es hier auf dem Fernsehen verfolgt. Kennst du Arjen Robben persönlich? Ja, also ich kenne ein bisschen, kommt ja auch oft in Audi Dome und dann hat man da ab und zu mal einen Plausch. Also insofern kenne ich ihn schon. Sympathischer Kerl. Sehr sympathischer Kerl. Ja, beim letzten Besuch im Audi Dome haben wir ihn abgefangen und mit ihm 10 Kurze gemacht. Wer ist der beste Basketballer bei euch im Team? Boah, da bewerben sich viele. Ja? Und selbst? Ja, geht. Was ist dein... Zu klein.
Was ist dein linker Fuß auf dem Basketballfeld? Was ist deine Stärke? Nicht viel, kann man nicht benutzen beim Basketball. Heute ein Siegtor, was war in der Karriere das schönste Arjen-Robben-Tor? Ja, schönste, weiß ich nicht, wichtigste war natürlich Champions League-Finale. Das wäre die nächste Frage gewesen. Wofür viel Geld ausgeben? Volles Haar oder ein Ferrari? Beides nicht. Wie schaut der perfekte Sonntag aus, der freie Sonntag? Einfach mit Familie. Familie, Kinder und naja, wenn ich spiele, manchmal Sonntag Basketball ab und zu. Die nervigste Frage eines Interviews? Nein, die gibt es nicht. Wie kriegt man Arjen Robben auf 180? Wie kann man ihn richtig nerven? Nerven? Wenn Leute nicht ehrlich sein. Mit wem gerne mal im Aufzug stecken bleiben? Mit meiner Frau. Und mit wem nicht? Mit wem nicht? Keine Ahnung. Okay, das war's schon. Das war's. Hallo Leute, ich bin es, Manni, und ich bin hier, Busfahrer. Hallo, ich bin's, Manni, der Busfahrer, ganz genau. Ich bin bei den Bayern, Basketball, jawohl, die Bundesliga ist im Endspurt. Jetzt muss nur noch der Bus fit gemacht werden und das macht der Chef persönlich. Mann, wie sieht's denn hier wieder aus, du? Die Jungs haben auch keine Ordnung. Ihr werdet alle irgendwo hingeschmissen, du, ehrlich, das geht doch so nicht. Was ist das denn hier? Guck dir das an hier, einfach eine Flasche stehen gelassen, wa? Hier. Zack, bumm, krasser Bottleflip, wa? Ich mach Video, tu ich Internet. Es gibt's doch ja nicht. Machen die denn ja nichts anderes mehr, als hier mit die Botteln zu flippen? Ich hab früher noch Quartett gespielt, kann doch ja nicht wahr sein. Oh. Mann, 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 da, ich hab es drauf. Aber ich geh jetzt in die Halle zu den Jungs und die sollen mir zeigen, wie die das machen. Vielleicht können die das noch besser als ich. Leute, was ist denn los hier? Ich räume den Bus für euch auf, ja, hier, und ihr daddelt hier rum. Was macht ihr denn hier? Was soll denn das? Das ist eine dumme Frage, wir trainieren. Trainieren? Hier, halt mal den Müll. 2, 3, 1. Habt ihr gesehen? Ja. Wahnsinn. So, jetzt hier, jetzt ist der Druck gestiegen, ja. Hör mal, Danilo, ich werd verrückt, du hängst hier rum mit deinen 4-Meter-Geräten. Hör mal, ich hab gehört, du warst mal Most Improved Player. Was ist das denn? Das ist ein Award für den Spieler, der sich in der Saison am besten verbessert hat. In welcher Saison war denn das? 2013, 2014. Und dann hast du einfach aufgehört damit, oder was? Ja, ich habe mich ja dann auf neue Talente konzentriert. Versteh, hab ich gesehen. War ja nicht schlecht, du. Ja, nicht schlecht gewesen. Probieren wir nochmal. Alex, es gibt's ja nicht. Komm mal rüber, Junge. Warte, ich komme. So, da bin ich. Ja, Mensch, ich hab gehört, du bist hier der Small Forward. Was heißt denn das? Also, ich meine, vor allem Small, wa? Ja, Small, aber ich bin ziemlich groß und bin in meiner Nähe vom Korb. Klar, du bist ja auch der King. Du bist ja Alex King oder auch King Alex. Da kannst du jetzt mal zeigen, ob der Name auch Programm ist. Ja, das werde ich, auf jeden Fall. Auf geht's. Yes! Sixers, ich kann's doch. Ja, das hätte ich auch gekonnt, wa? Aber ich hatte noch kein Frühstück gehabt. Da ist ja das gute Stück gelandet, hör mal. Ich werd verrückt, sicher. Wie beim Kapitän von der Airline. Hör mal, Karim, ich freue mich erstmal. Grüß dich. Auch, du bist der Jüngste im Team. Wie alt bist du denn überhaupt? 12 geworden. Was ist? Veräppelt, 14. Hör mal, ich finde, ich bist ein duften Typ. Du bist ja im Internet eine ganz große Nummer. Du bist ja überall. Du bist ja bei YouTube, Fatzebook und so weiter, Instagram, Twitter. Aber hier, du hast es ja mit den Bottles quasi erfunden, kann man sagen. Das stimmt, auf jeden Fall. Ja, dann will ich jetzt mal von dir auch mal so ein richtig schönes, geiles Ding sehen. Also, hau raus, Karim. Na, pass mal auf. Mega Spaß gemacht mit den Jungs. Aber ich sag mal so, jetzt haben wir genug geflippt. Jetzt wird es Zeit, dass wir zur Seriosität zurückkehren. Ich muss den Bus in die Waschanlage fahren, damit er sauber ist für die Playoffs. Und die Spieler, die machen noch ein bisschen den Trainingshansel da drin in der Halle. Und ich fahr los. Also, tschüss, macht's gut. Manni! Ach, das bin ich ja selber. Was ruf ich denn? Ich stehe hier am Bus so ganz easy.
easy, locker, war hier, macht so ein bisschen ein. Zwei! Gezählt, noch gezählt. Ja. Wir haben es fast geschafft. Also nochmal zur Erinnerung. Am Donnerstag, den 25. Mai, spielen wir um 17.30 Uhr im Audidom gegen Bamberg im Spiel 2. Wir brauchen unbedingt die Unterstützung. Und dann am Wochenende, Steffen, deine U14 um die deutsche Meisterschaft. Wann? Samstag 15.30 Uhr und Sonntag hoffentlich im Finale um 12.15 Uhr. Auf jeden Fall freihalten, den Sonntag auch. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, nächste Woche. Und jetzt als kleinen Vorgeschmack oder nochmal zur Motivation, um in die Halle zu kommen, Mats Hummels als Oliver Kahn und dann ein Rückblick auf unser Viertelfinale. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Usa. Da machst du einfach so. Eier, wir brauchen Eier. Sorry, Dreier meinte ich. Dreier brauchen wir. Die hier. Die Stunde der Strategen. Jetzt ist Zeit für die Big Plays. Wie abgezockt ist Dulf? Ist das eine Spitzenmannschaft, die mit solchen Situationen umgehen kann? Sie hat zumindest den Anschluss wiederhergestellt. Ausgleich, Djedovic, beide Teams stehen auf 77. Wird wieder den Versuch geben über Ricky Pollitzer. Oh, da verliert Chris Kramer den Ball. Trey Lewis setzt sich da durch. Jetzt bleibt es dann doch spannend. Cooley gegen Berg. Spiel 5 nimmt für Ludwigsburg immer konkretere Formen an. Sollten die Bamberger jetzt auch durch Miller mal erfolgreich sein? Nein, sind sie nicht. Dann hätte ich schon fast den Deckel drauf gemacht. Rolas Bartolo, der bringt den Ball raus. TJ Di Leo für 3 mit 3. Sie waren mit 13 weg. Jetzt sind es nur noch 6. Bayern mit 2 vorne. Giffey für 3. Bringt sein Team mit einem Punkt in Führung. Sie sind nach wie vor noch drin in dieser Begegnung. Der tut weh. Der tut richtig weh. Ja, kommt durch und macht ihn das Edborn. Was für eine starke Aktion von Wladimir Lucic auf den Dreier von Nils Giffey. Antwortet er seinerseits mit einem 3-Punkte-Spiel. Messner zieht und trifft. Heil ist geboten bei Bayreuth. Und Ulm verliert den Ball beim Einwurf. Und das dürfte es gewesen sein. Natürlich, Redding muss ihn haben und macht wieder so einen Floater. Diesen legt er daneben. Nicht entschlossen genug. Robinson sucht den schnellen Wurf und geht bis zum Ende gleich aus. 82, 82, 33,5 Sekunden auf der Uhr. Es muss schnell gehen bei Bayreuth. Anderson zieht selber zum Korb, nimmt die 2 Punkte. Redding kommt trotzdem durch und macht ihn. 16 Sekunden auf der Uhr. Duggins darf den Sieg nach Hause bringen über die Freiwürfe. Der erste Halbfinalist steht fest. Er heißt EWE Baskets Oldenburg. Wird nichts, Rebound bei den Bambergern und sie ziehen ins Halbfinale ein. Sie werden versuchen, nicht zu spät abzuschließen. Schrittfehler, Schrittfehler. Geschockte Gesichter. Nach diesem Schrittfehler von Jared Robinson. Über diese Aktion wird er einen ganzen Sommer nachdenken. Djedovic kann auf 4 erhöhen, lässt den Albatrossen eine Chance, ein Rebound bei Bayern. Herzlichen Glückwunsch, FC Bayern München. Hops von ganz weit. Das war's. Ludwigsburg, Spiel Nummer 5.